Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Kitte. So, Pippe steht jetzt hier in Fussheim auf dem Markt und er wollte mal schnell zum Anschlagbrett, bevor er sich dann in das Wirtshaus begibt, um zu schlafen erstmal. Ne? Hm? Ja. Jesper ist ja im Gasthaus. So, und Jesper will mit uns. Ja. Oh, 240 Morgen, Groschen. Geld. Ach so, haben wir einen neuen Auftrag. Gibt es einen neuen Auftrag? Gibt keine Kopfgeldaufträge. Gut. Okay, haben wir das erledigt hier. Sind wir jetzt fertig in Flussheim erstmal, ne? Abgesehen davon, dass wir jetzt... Wo laufe ich denn wieder? Warum verlaufe ich mich hier immer? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch, dass es hier runter geht, aber... Ja? Ich laufe immer wieder mal falsch. Nein. Na gut. Aber hier müsste es eigentlich zur Kneipe gehen. Da ist es. Und schon sind wir da. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen, bevor wir mit Jesper reden. Es sei denn, der quatscht uns an, dann können wir es nicht ändern. Dann müssen wir sehen, wie wir zum Schlafen kommen. Renn an ihm vorbei. Eine Partie. Dann sitzt er aber da am Tresen. Ja. Noch eine erschöpfte Seele. Was darf sein? Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? Na klar. Claro. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Ja. Mhm. Bestimmt. Auf bald. Ah. Schön, ne? Eine Trommlerin. Mhm. Dankeschön. Ja, mit der Musik haben sie sich auch Mühe gegeben. Ja. Ist gut gelungen. Ist das Jesper oder jemand anders? Das hat gerade wie Jesper geklungen, ne? Eigentlich mehr, ja, genau. Klang wie Jesper. Okay. Oh, ja, wir brechen früh auf. Mhm. Also, sechs. Sechs Stunden, ich wollte sagen sieben Stunden, aber sieben ist doch viel besser. Reicht, das ist kurz vor sieben. Ja, ist klar, dass es kurz vor sieben. Na, eben, reicht doch. Na, schön. Wir sind immer noch, das kann nur Jesper sein. So viel Ausdauer hat ja, sonst keinen. Ja, Jesper singt gern. Ja, das war lustig. Am Anfang hatten sie schon Stimmen von den Sängerinnen drin, aber die Männer, die haben nur die Lippen bewegt. Ah, den kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Was? So früh dann am Morgen? Noch alles zweimal sagen. Oh ja, Frühstück muss sein. Nicht mit dem Fieber, aber danke. Würde ja. ich sagen. Stimmt, das Fieber. Hätte ich fast vergessen. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Was ist ein Myrade? Wir waren ja auf dem Myradentor. Was ist ein Myrade? Kannst du ja fragen. Aber wir fragen ihn. Ja, klar. Ach, richtig. Du stammst ja aus Nerim. Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Endiral verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihrem Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Gibt Schlimmeres. Gut. Ach so, das war da, wo wir waren und wo niemand war. Ja. Dieser Turm. Das war der... Wir waren doch da auf dem Myradenturm. Ja, genau. Und da war eine große Plattform oben. Mhm. Und ansonsten war keiner da. Mhm. Okay. Jetzt wissen wir, warum. Genau. Na gut. Wunderbar. Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. Hm. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Bist du noch zu retten? Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der schurkische Typ. In Sachen Kampf, meine ich. Ja. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Genau. Ja, doch. Schätze schon. Ja. Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Hm, danke. Oh, das ist gut. Ey, der hat ja so viele Bücher mitgebracht. Ja, mal sehen, was wir noch brauchen können davon. Ja, klar, du hast ja schon einige gekauft.
Hättest vielleicht nicht so viel Geld ausgeben sollen für die Bücher. Aber ja, allerdings, da hätte ich mir einige sparen können. Kannst du die verkaufen? Wer bist du denn, Frau, ne? Tja. Die so neugierig guckt. Ja, ich muss jetzt aber erst mal hier... Der Arasiala in meinem Bett. Verpressen. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Aha. Oh, gut, danke. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Na los, geht weiter! Hä? Wer? Na, jetzt ist er soweit. Die Zeit ist vergangen. Na los, geht weiter! Und warum stellst du dich dann so dumm vor mich hin? Ist ja nicht viel raus, viel ist ja überfüllt. Ja. Mann! So, Jesper, ist? Wo? Ja, da ist er. Also. Ich dachte, du wolltest vorausgehen. Nein? Das sagen Sie immer, aber Sie tun es ja doch. Dann gucke ich mir erst mal die Bücher an. Kohlsuppe und Lehrlingsbücher, ja, passt doch gut. Achso, hier ein Erinnerungspunkt. Hier ein Erinnerungspunkt, ja. Na, auf jeden Fall, erstmal weg. So. Tja, den werden wir vermutlich nicht mehr können. Wir haben nicht genug Lernpunkte, sowieso. Hä? Habe ich keine Lernpunkte? Gucken wir doch mal. Null. Nee. Das ist ja null Lernpunkte, aber ich kriege ja wieder 5. Aber Fernkampf sind wir 28 und ab 25 braucht man sowieso Gesellenbücher. Ach so. Schleichen sind wir 25, auch das können wir nicht mehr brauchen. Tja, was leichte gut. Rüstung, da haben wir durch Einhand unsere Set-Gegenstände die Verbesserung. Mhm. Einhand kann ich noch machen. Aber den will ich, Einhand kämpfe ich ja wirklich nur im äußersten Notfall. Da wirst du jetzt erstmal deine Lernpunkte nicht drauf verschwenden. Ich habe dich gut verstanden. Richtig. So ist es. Gut. Mhm. Na los. Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Ah, dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Tja, er geht eher mit positiven Gedanken an solche Sachen ran, ne? Ja. Okay, dann gehe ich mal vor. Wir wissen ja, dass es da oben rechts rum Richtung Ark geht. Den Wegweiser haben wir ja schon öfter mal gesehen. Ark, ja, den kann man nicht verstehen. Und in die Richtung waren wir auch schon unterwegs. Ah, er kommt mit. Ja, ist doch nett von ihm. Was ist eigentlich Jesper für ein Typ? Auch er, die Zauberin schon wieder. Auch er so ein schurkischer Typ, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Müsste man ihn befragen, aber also meine Magie ist er ja wohl offenbar wieder in Schleichmodus und was ich wird? Sollte vielleicht... Gleich zweimal den Wolf? Doch. Oder was hast du da als Blaues? Nee, das ist die Schriftrolle, die will ich natürlich jetzt nicht. Nein, um Gottes Willen. So ist das besser. Das ist der Wolf und das Schwert. Und zum Laufen benutzt man den Bogen. Na, Renntauber. Oh. Und schon rennst du wieder. Wir wollten dich mal angucken, ob du wirklich ein Taube bist. Sieht aus wie eine Mischung zwischen... Krähe und Taube. Ja, scheint eine Krähen-Tauben-Mischung zu sein. Ark geht's da lang, danke. Ne, sprinten geht nicht. Mit Schleichen. Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch albern. Ja. Ich glaube, da gibt es einiges unterwegs auch abzugrasen. Das machst du jetzt aber erstmal nicht, weil du Jesper dabei hast.
oder? Och, der wartet doch. Der läuft doch sowieso nur hinterher. Warum machst du das denn nicht? Da gibt's doch bestimmt, weil es dir im Dunkeln so mühsam ist, oder? Oder was? Ja, also hier, auf jeden Fall. Also. Aber hier waren wir ja sowieso schon. Das haben wir ja schon. Kennen wir ja schon. Ja, bis hierher kennen wir es ja, ja schon. Eben. Aber jetzt wird's neu. Ah ja, na, dann kommen da wir hinter unterwegs. Der Kurve. Ach so, deswegen. Da gibt's, das war deine Freude schon auf die vielen Abenteuer, die wir noch erleben werden, unterwegs nach Ark. Genau. Das hast du gemeint, verstehe. Und wenn wir unterwegs ein Bett finden, bin ich auch nicht traurig. Das stimmt, aber wollte er nicht in der Dunkelheit? Na ja. Na, hier ist eine Hütte, die kann man noch nicht, aber wir kennen auf jeden Fall schon. Ja, hier ist was, aber da kommen wir nicht hin. Da ist der Berg dazwischen, jedenfalls erstmal. Hier ist ein Haus. Da kommen wir vermutlich auch nicht hin. Aber wir können ja mal gucken, ob es hier irgendwo links reingeht. Richtung Haus. Oh, könnte sein, ne? Könnte schon sein, ja. Wir können ja mal nachgucken. Geht auf dem Weg oder Anfang eines Weges. Irgendjemand sieht mich? Ja. Irgendwas. Was ist das? Mhm. Ist schon tot. Die ist leer. Die ist ja leer. Aber ich höre was. Du hast auf eine Leiche geschossen. Ja, ich höre auch was. Wir könnten ja nicht an Jesper ein bisschen Taschendiebstahl üben. Da ist eine Ratte, die ist nicht tot. Mhm. Nee, die ist nicht tot. Aber jetzt. Aber leer, Mann. Warum ist die... Ach ja, die Grubenratten sind doch alle leer. Wir gucken mal, wo wir sind. Ja. Klar, Wasserhöhle hier müssen so, wir hin. Ja, ist okay. So. Da sehe ich im Augenblick auch nicht weiter irgendwas großartig. Das Haus war wohl woanders. Das war irgendwo links. Da ist ein Turm. Ah, da ist die Grube und dahinter ist ein Haus, aber da kam man wohl nicht hin von der Grube aus. Ja, hier ist ein Bauernhof. Wir können ja mal nachgucken gehen, ne? Können wir. Meistens sind da Banditen in diesen Hütten. Aber das ist noch weiter weg, das ist hinterm Berg. Das machen wir nicht. Nee. Das ist hinterm Berg. Und was ist das? Bauernhof. Den kennen wir schon. Das ist ein Bauernhof, den kennen wir schon. Na gut, dann gehen wir weiter. Aber vielleicht sollte ich mal speichern, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, speichern ein bisschen. Das dauert nicht lange. So richtig toll sind meine Schießkünste ja noch nicht. Das ist... War das ein Hirsch oder war das ein... Ein Hirsch. Das war ein Hirsch. Ich höre aber einen Huh. Ja, der Huh ist auch da. Guck, da Huhn. Ist der Huh. Ja. Zwei Huhs. Hat immer ein Huh jetzt. Gut jetzt. Auf die Jesper. Die aus der Schusslinie. Lass ihn doch auch an, wenn er meint, er muss. Meinst du, der möchte auch machen? Na ja, jetzt sei mal nicht so erschöpft. Der hätte sich gar nicht vortrennen müssen. Hä? Was ist denn das? War eine Höhle, oder? Eigentlich, oder? Warum ist das nicht eingezeichnet? Klarwasserhöhle ist es. Ach, Klarwasserhöhle, da waren wir doch drin, ja, oder? Natürlich waren wir drin. Ja. Da haben wir diesen kleinen Ding besiegt, diesen kleinen Auerdieb. Ja, ja. Das ist der Hinterausgang. Ja, ist der Hinterausgang wahrscheinlich. Und die werden gemeinerweise nie eingezeichnet. Die werden nicht eingezeichnet. Finde ich nicht in Ordnung. Nö. Auch ein hungriger Wolf ist das. Das war gar kein Pirsch, das war ein armer, hungriger. Das war kein Pirsch, das war ein hungriger Wolf. Du Arme. Aber Menschen werden doch eine etwas zu große Beute gewesen. Turm, Festung. Hm?
Krankenhaus. Na, mal sehen, vielleicht kommen wir dran vorbei. Ja, durchaus möglich. Hier ist nur ein Baumstumpf. Ei, was machst du denn hier? Ah, voll. Steht aber sehr niedrig. Ja. Wer hat mich entdeckt? Der Vogel, ja? Wahrscheinlich. Ist auch ein Lager, ist ja schon wieder ein Banditenlager. Naja. Diese Lager in der Wildnis sind so gut wie immer mit Banditen besiedelt. Ah, hier kommen Häuser. Ja. Da hinten ist nach wie vor dieser Turm zu sehen. Alles? Hä? Hä? Was war das? Ich habe ein Geräusch, also eine Stimme gehört. Ja, ich auch, aber ich habe es nicht verstanden. Da. Ah, das ist ein Tier. Ja. Oh, nee, ist ein Mensch. Ist ein Mensch. Ja. Ja. Aber was ist das für ein Mensch? Ein böser oder nicht so böse? Was? Wer ist das denn, der da so schreit? Strafe die. Straßendieb. Oh. Der kämpft ja auch gerade, Jesper. Muss mir auch jemand gekämpft haben. Weil er so erschöpft wird. Oder reicht es aus? Wenn warum stöhnst du so? Wenn du kämpfst, reicht ihm das vielleicht, dann ist er auch erschöpft. Oh. Kommt dann kommen noch mehr. Das wird ja auch einigen. Das ist ganz schön flink. Ja, der arme Schluckers. Naja. Die haben wohl gehofft, dass ihr fette Beute mitbringt. Schenke an der Groschenstraße. Ach, guck mal an. Nee. Sag mal, warum ist das so blau umrandet hier, da oben? Hier. Schatten des Windes. Ach, daran kannst du sehen, wie lange das noch anhält. Jetzt so. Ist nicht mehr blau, jetzt ist nämlich vorbei. Mhm. Daran kann man sehen, wie. Ja, früher waren es Drachenrufe. Mhm. Naja. Und das ist auch sowas wie ein Ruf. Mhm. Ach nee, ach Leute. No. Nur Trödel. Das ist die Schenke. Na, die Schenke ist ja noch nicht mehr so richtig bewirtschaftet, oder? Ah, mal speichern, bevor wir uns hier reinschleichen. Noch jemand hier? Oh. Sieht irgendwo wohl so komisch aus, ein bisschen baufällig. Ja. Und da war ein Seelenstern. Ja. Ja, aber den hast du natürlich gesehen. Seelenfalle können wir bestimmt noch gut gebrauchen. Und ein Seelenstein zum Befüllen. Mhm. Lebenstrank. Oh. Ja. Geht so. Durch, da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite heran. Tja, armer Jesper. Warum? Weil ich hier schlafen werde. Ich glaube nicht, dass das Jesper was aus. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier vorne um. Salz, immer gut. Betten hat es hier reichlich für drei Leute. Na. Gift ist leicht. Das spricht dafür, dass hier noch einige rumschleichen. Hm. Ah, lohnt sich kaum. Ah. Ein Eimer. Geld war da noch. Ja.
Fälle kann man alle nicht mitnehmen. Jesper, manchmal stehst du doch ein bisschen im Weg. Ach, hier geht's auch raus. Notausgang. Ist hier noch jemand? Haben die alle hier. Die schön sauber halten immer ihre Hütten. Ne? Ja. Jeder hat mindestens einen Besen. In seinem Haus rumstehen. Oh, guck mal, gebratenes Rindfleisch. Oh, schon gebraten. Schon fertig. Das ist aber nett, danke. Spart Zutaten. Ja, den Körben ist auch mal schon was drin, ich dachte, oder? Da wäre was drin gewesen, ist aber nichts drin. Sieht nur so aus. Ja. Salz. Salz, ja. Föte. Oh. Können wir ja Jesper geben. Den kann er ja nicht mehr singen, du kannst ja nicht beides, Flöten und Singen. Ja, Flöten und Singen geht schlecht gleichzeitig. Das wird ihm besser eine Gitarre geben. So, nach oben ging es ja auch noch, richtig. Ja. Richtig. Na, ich weiß ja nicht. Da sind so viele Betten und waren nur drei war Leute. Das war doch mal eine Kneipe. Oh, oder so ein Gasthaus oder sowas. Wahrscheinlich gab es da die vielen Betten. Ach so, meinst du, sie sind Betten von für daher, die Gäste. Naja. Würde mich ja nicht wundern, wenn wir hier schlafen und dann kommt leer. Der Rest der Mannschaft zurück. Könnte ja auch sein, ne? Ja. Oh, was soll's. Kannst ja vorher speichern. Auf jeden Fall. Halt, hier bin ich schon wieder draußen. Geht's hier irgendwo hin? Nö. Okay, auf ins Bett. Spät genug. Schlafen, Heubett, nett. Riecht bestimmt gut. Ach. Was denn? 5.30 Uhr morgens. Ja, eben. Also ein Stündchen. Okay, na, Jesper, muss uns mal richtig ausruhen. Gut geschlafen. Guck mal, die Sonne scheint. So ein blaues Schmetterlinge unterwegs. Und andere. Was haben wir eigentlich für ein Quest an? Ach so, ja. Jesper nach Arg begleiten. Ist auch passt. Jesper. Auch die Markierung. Nö. Naja, jedenfalls. Jesper also, hat keine Markierung. Wir haben die Markierung auf Arg. Auf Arg, ja. Stimmt. Ja, da. Ich dachte, es wäre auf Jesper. Da ist der Pfeil. Aber es war auf Arg. Ja. Na gut. Schöner neuer Tag. Ist das Erz? Nein. Schade. Das meiste ist sowieso Eisenerz. Ja. Eisen findet man doch ziemlich häufig. Hasen auch. Ja. Wirklich schöner Waldweg. Hast du denn nicht sowas gehört? Nee, ich sehe hier ein Lager. Ach ja. Und das Thema hatten wir ja vorhin. Ja, meistens sind es auf jeden Fall Banditen. Dass das meistens doch Banditenlager sind. Hast du da Schatten des Windes angemacht? Nee. Nicht schlecht. Das will ich ja sehen. Man sieht es ja oben am Balken, ich ja. Ich ja sehen. Ich wusste, dass es nicht angemacht ist. Ich wollte nur noch mal fragen, ob das aufpasst. Ja, das hält ja nicht so lang. Aha. Rauch. Das ist bestimmt das Lagerfeuer. Aber der Rauch kommt ja von links. Oder was ist das?
Oder ist das Gischt oder irgendwas? Oder Nebel? Ja, keine Ahnung. Kann auch Nebel, Morgennebel sein. Ja. Mann, so lästig. Halt. Ich glaube, ich habe ein Brett vorm Kopf. Das ist doch Jesper. Schreck mich doch nicht so. Lass deinen Kumpel erschießen. Mann, wenn es nicht so neblig wäre, wäre das bestimmt eine tolle Aussicht. Ja. Aber was ist das hier? Späto. Mit Jesper am Aussichtspunkt reden. Bis er nach oben geht, auf diesen Spähturm. Was ist das gemeint damit? Kann man hier hoch? Ja, da gibt's eine Leiter. Da Treppe. Ach, da hinten. Treppe, ja. Sogar schon eine Treppe. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Oder, ja, es ist hier. Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Genau. Hier war früher mal ein Handelsposten. Aber seit der Abschottung ist er verlassen. Aha. Die Abschottung. Was ist das denn? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Ja. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Endiral auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Ach, deswegen war die Dreiflusswacht auch völlig unbewohnt. Naja, sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Ja, und viele Höfe mussten aufgeben, wahrscheinlich auch, weil sie nicht mehr Handel treiben konnten genug. Hm. Meine, vielleicht reichte der einheimische Handel nicht aus. Oh, guck mal, ein Stuhl mit Salz. Mit Apfel. Grüner Apfel. Salz und ein Buch. Da hat sich's jemand gemütlich gemacht. Ja, doch. Hübsch. Na, Jesper, findest du auch, hä? Aber ich sollte vielleicht über die Treppe runtergehen. Das ist vermutlich ein bisschen gesünder. Ist das denn Schnee, raureif oder irgendwas? Ja, ich weiß auch nicht, was hier so raucht. Knirscht, das ist lästig. Auch. Das ist wahrscheinlich so leichter Schnee, ja? Das Wind. Kann und natürlich so sein, dass der Wind da drin. Ja. Bergmannshütte, da können wir mal gucken. Mhm. Ah, schön. Gehen wir mal auf Ausdauer? Mhm. Nee, ich gehe noch auf Leben. Gut, dann nächstes Mal ja können wir dann was auf Ausdauer tun, was du tun musst. Wir können jetzt aufhören, bevor wir hier reingehen. Machen wir Schluss. Oho. Na gut. In der nächsten Folge gehen wir dann hier rein, in diese Bergmannshütte. Ja. Dann gucken wir uns die Hütte an beim nächsten Mal. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.